Moin, wir sind Claudia und Jenny und wir sind gerade mit unserem selbst ausgebauten Sprinter unterwegs. Mittlerweile sind wir in Nordspanien und schrubben hier einige Kilometer. Wer uns kennt, weiß vielleicht, dass wir gerne Drehorte von Filmen und Serien besuchen. Und hier in Spanien gibt es tatsächlich einige aus einer ganz bekannten Mittelalter-Fantasy-Serie, die vor ein paar Jahren völlig durch die Decke ging. Wie gefällt dir Biarritz? Gut. Viele Menschen, ne? Erster abenteuerlicher Konvoi hier. Wir sind auf der Suche nach einem schönen Schlafplatz, der hier irgendwo in der Nähe sein soll. Wir sind ganz gespannt. Die sind auch vielleicht unterwegs. Na, aber hallo. Ganz schön enge Stritz hier. Uiuiui. Was hast du gemacht? Ich bin in meine Parkbank. Ich bin sehr stolz auf dich. Vielen Dank. Da hinten ist das bestimmt. Drachenglas gefunden. Drachenglas? Können wir die weißen Wanderer tot machen jetzt? Ja, hier, Strand, ne? Wie heißt er noch? Izurun. Izurun. In Game of Thrones haben sie gedreht. Aber woraus ist das entstanden? Das würde mich mal interessieren. War das ein. Ist das eine Plattenverschiebung oder Vulkan? Man weiß es nicht. Und welcher Teil von Game of Thrones wurde hier gedreht? Was war hier? Oh, Schatzi, du fragst mich ja Insiderwissen. Der. Sie. Sechste, siebte? Sechste, siebte oder so? Hä? Was? Welcher Teil?
Naja, wo? Also dieser Strand, was, also... Ach so, ich dachte, welche Staffel? Nee. Ach so. Das ist, glaube ich, mehrere Staffeln. Ja, das ist der Teil, wo sie, wo Daenerys und der Jon Schnee Drachenglas abgebaut haben zusammen und Pläne geschmiedet haben. Ganz in der Nähe von Drachenstein. Ne? Ganz in der Nähe von Drachenstein. Ja. Da gibt es Drachen. Das ist ein Teilabschnitt von Drachenstein. Wo sind wir? Wir sind im Sportzentrum. Im Sportzentrum, in geil. Sportzentrum in Spanien. Mega nett, ey. Super geil. Komm. Also, sauber machen. Komm, schauer, ey. So, ein neuer schöner Tag im Baskenland. Nachdem wir gestern bei einem Vogelzentrum einen ganz entspannten Parkplatz gefunden haben, wo wir die Nacht verbracht haben, sind wir jetzt ein Stückchen weitergefahren in so einem Natur-Vogel-Beobachtungsgebiet. Es ist sehr sumpfig hier auf jeden Fall. Wahrscheinlich leben hier auch viele Frösche und Molche und Lurche und so. Da hinten ist Wasser. Ein Stückchen weiter ist noch so eine Hütte. Ganz viele Schnecken und Schnecken. Also Schnecken gibt es ja auch. Ja, aber auch hier so eine Spitzchen. So, eigentlich sind wir auf der Suche nach Greifvögeln. Aber vom Wetter her können wir uns absolut nicht beschweren. 17, 18 Grad. Richtig schön. Kreis jetzt irgendeine Art von Greifvogel. Immer schön im Kreis, als hätte er was gefunden. Und Claudia haut einen raus. Tanzt so richtig.
Wie viel Prozent Steigung fahren wir gerade? 10%. Okay, das übersteigt uns. Lehnen Sie sich zurück. Lehnen Sie sich zurück. Gießen Sie die Tal. Jo. Pass auf, dass du nicht nach hinten fällst. Nee. Kommt gerade so an mein Lenkrad. Ja. Das ist so krass, ey. Das geht so hart bergauf hier. Uiuiui. Schritt geht's runter. Das ist das Ziel da hinten. Bestes Oberschenkeltraining, das sage ich euch. Also folgendes muss man dazu sagen, ne? Ich bin sehr stolz auf mich, auch wenn ich bekloppt aussehe beim Gehen, aber ich bin wirklich stolz auf mich. Mein Kreuzband ist im Arsch seit knapp einem halben Jahr. Und ich gehe mal eben hier durch die Berge, ne? Und ich bin ein bisschen vorsichtig beim Gehen. Dürfen wir vorstellen, Gatzle tu ku taxe. Auch in anderen Worten Drachenstein. Da seht ihr die Brücke. Da ist unter anderem Daenerys gelandet und bei House of the Dragon auch die Rhaenerys. Hier oben ist eigentlich eine Burg. Ist natürlich im Real Life nicht da. Da ist eine Kirche oben drauf, aber das sieht schon sehr, sehr imposant aus. Wunderschöner Wanderweg. Auch einfach nur mal dezente 15% Steigung. Runter geht ganz gut. Auf den Rückweg freuen wir uns jetzt schon. So, wir gucken mal, wie nah wir jetzt rankommen. Weil normalerweise, das wussten wir leider nicht, haben uns zu spät mit befasst, muss man so 3-4 Monate im Voraus Tickets buchen, weil die immer nur 300 Bums-Leute am Tag auf die Brücke und zur Kathedrale lassen. Deswegen gucken wir mal, wie nah wir letztendlich rankommen. Aber das sieht schon echt sehr, sehr, sehr geil aus. So, Drachenstein ist praktisch in der Serie der Geburtsort von Daenerys Targaryen. Kommt, glaube ich, in der sechsten Staffel oder so da an. Bei House of the Dragon, das Sequel zu Game of Thrones, spielt Drachenstein auch schon eine große Rolle. Ja, unser Fanherz schlägt mal wieder höher gerade. Ne, Schatz? Bei mir ist es eher so das Fotografenherz, ne? Also, sieht schon ein bisschen verschärft aus. Bisschen aus der Fuß oder was? Nee, fast gar nicht. Pass auf. Also wir gehen hier gerade irgendwie, ich glaube, 2000 Treppen hoch. Treppenstufen. Und du kannst ja mal für unsere Zuschauer zeigen, wo wir gerade so hochgekommen sind und auch noch weiter. Ja, ach, ist geil. Wir waren gerade so froh, dass wir hier anscheinend doch hoch dürfen, ne? Ja. Haben wir gesagt, müssen wir machen. Eigentlich, man muss hier irgendwie Karten bestellen, Tickets im Voraus. Aber dem ist wohl nicht so. Die Treppe kann man einfach hoch. Also alles freies Gelände. Ja.
einige Tage und einige Nächte, einige hunderte Kilometer weiter sind wir schon wieder on Tour. Wie soll das auch anders sein? Ja, was haben wir denn so gemacht? Wir waren jetzt die letzten Tage auf einem ganz hohen gelegenen Stellplatz, so richtig schön indische Berge. Und da sind wir zu ganze Lutaxe, ganze Lutaxe Dingsbums gelaufen. Dazu muss man sagen, der Stellplatz war aber auch auf dem Berg, aber auch direkt am Meer, ne? Direkt am Meer, tatsächlich, ja. Und dann sind wir erstmal 2,3 Kilometer oder so schön bergab gelaufen zu ganze Lutaxe. Das war mega schön, total beeindruckend. Richtig cooler Tag, richtig schöne Wanderung. Wir sind dann tatsächlich auch bis zur Kirche hoch und haben uns das da angeguckt und dann sind wir den ganzen Weg auch wieder zurück. Das war ein bisschen anstrengender, weil dann halt alles wieder bergauf war, aber es war trotzdem eine richtig, richtig schöne Wanderung. Oben auf dem Berg bei unserem Stellplatz hatten wir kein Netz, deswegen haben wir uns dazwischendurch, ja, haben zwar ein bisschen fotografiert und so, aber uns sonst nicht gemeldet. Ja, und jetzt fahren wir weiter an den südlichsten Schnipsel von Bilbao. Da müssen wir mal einkaufen und dann geht es langsam Richtung Halbwüste. Ist der Plan. So, um auch mal die richtig guten Sachen festzuhalten, wir stehen jetzt hier irgendwo im Nirgendwo in Spanien und Eddie springt nicht mehr an. Ja. Der nette Tankstellenwart ist jetzt losgefahren und guckt mal, ob er ein Starterbatteriekabel kriegt. Haben wir natürlich nicht mit. Und dann will er uns Starthilfe geben. Mal gucken, ob wir dann das Ganze gelöst kriegen. So, der Schreck ist erstmal da. Und ja, wir gucken jetzt, ob wir hier jemals wieder wegkommen.